Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Mit den Kingdom of Mannen, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Jedenfalls geht unsere Aufgabe weiter, irgendwie in Irland Fuß zu fassen. Das sich als relativ schwierige Aufgabe herausgestellt hat in der Vergangenheit auch schon. Und auch herausstellen wird. Wir brauchen das hier übrigens. Das Problem ist, es klappt gar nicht, weil wir minus 0,3. Minus 0,33. Slave Hellenism Communal Identity from Cattle. Die haben so viel Cattle? 47 Cattle. Beeindruckend. Das kannst du quasi nicht konvertieren. So, aber wir haben einen relativ jungen Herrscher, einen relativ guten Herrscher. Ja, dann Idioten als Erben. Aber vielleicht nippelt der ja mal ab, indem wir in den Kerker stecken oder so. Who knows? Aussehen die Kehle aufschlitzen und dann dafür sorgen, dass er nie wieder das Tageslicht sieht. Das wäre natürlich mal eine Möglichkeit. Ansonsten habe ich natürlich auch Extort Subjects bereits freigeschaltet. Werden jetzt auch möglichst viel Prestige ansammeln, weil ich nämlich jetzt mir zur Aufgabe mache, hier erstmal Gold, 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 Gold. At any cost ist das nächste Ziel, was ich habe. At any cost bedeutet quasi, dass wir Titel für Prestige verkaufen können, was auch schon mal relativ nice ist. Ich hätte halt gerne noch eine dritte Domäne. Das wäre halt mein eigentlicher Wunsch. Das Problem ist, alle Ziele, die ich hier hätte, denen ich hier Kriege erklären könnte, haben relativ starke Verbündete. Nach wie vor. Nicht zu vergessen, dass unser Haus hier auch noch irgendwo mit vertreten war mal. Eine Faction gegen mich. Die Independence Faction. Was du denn? Wir könnten mal versuchen, ihn zu sweien. Ich sweie ihn sogar schon. Aha. Was? Prinz Siwian hat mich betrogen. Warum hast du mich betrogen? Was hat er denn gemacht? Er ist einfach mein Rivale. Mein Onkel übrigens. Und obwohl er mein Rivale ist, ist hier noch alles in Ordnung. Oh, ich krieg ein... Oh. Warte mal, mir ist gerade was aufgefallen. Ich habe einen... Haben die alle den falschen Glauben? Oder nicht alle, aber viele. Der Herr auch hier, ne? Dieser Hä, ist es der gleiche? Retort of Hedin? Der heißt Retort Mor... Die heißen einfach fast gleich. Foreign Culture Group. Ja, du kannst aber vielleicht mal die richtige Kultur annehmen. Wie wär's denn damit? Darüber schon mal nachgedacht. Ich habe übrigens Manpower verloren. You gain like ruler. Das ist so nice. Das ist doch mal eine nette Sache. Und wir können jemanden vasalisieren. Ah, okay. Die hat sich hier quasi unabhängig gemacht. Das hat man ja. Okay, passt. Jetzt haben wir die wieder zurück im Reich. Glücklicherweise haben wir hier den Königstitel gegründet. Deswegen ist es nicht ganz so schlecht. Und durch unsere friedliche Spielweise können wir auch unsere Popular Opinion plus 5 erhöhen. Prestige plus 0,2 könnte besser sein, wenn wir natürlich viel verkaufen wollen, ne? Vessel Opinion plus 20. Das ist gar nicht so schlecht. Das könnte uns nämlich helfen, ein bisschen Gebiete zu holen. Gewaltsam. 73% Wahrscheinlichkeit, dass wir Like Rule erhalten und 5 Kettle erhöhen. Oh. Oh, dass ich das mal... Dass ich das mal erlebe. Überrascht mich schon ein bisschen. Oh, geil. Super, jetzt hast du so eine alte. Die ist komplett unfähig. Scheiße, Mann. Okay. Ja, gut, das ist dumm. Sollte man eigentlich nicht machen, was ich jetzt hier gerade treibe. Ich mach's jetzt hier trotzdem, weil ich dumm bin. Jetzt können wir mal upgraden nebenbei. Da gibt ihr bitte Benachrichtigung, wenn das wieder ready ist, wenn wir die wieder auspressen können, wie so arme Schweine. Und wir werden jetzt einfach mal die Balahara Steine wieder besuchen. Oder generell erstmal besuchen, haben wir noch nie besucht mit unserem Charakter. Ein Feast könnte man auch nochmal schmeißen nebenbei.
Ist einfach nichts passiert. Wir haben es zwar gemacht, aber das war's dann auch wieder. So, jetzt, wenn du nochmal konvertierst, schnell nebenbei. 78% Wahrscheinlichkeit. Hat er konvertiert. Sehr schön. Ja, und wir haben hier einen Ad-Peace-Malus leider bei einigen. Das heißt, sollten wir vielleicht mal irgendjemanden den Krieg erklären, just for fun. Just for fun. Zu stark. Starker Verbündeter. Der hat leider zwei Verbündete. Aber wenn wir jetzt dem den Krieg erklären, dann sollte das doch wieder gehen, ne? Cattle Raiding. Dann sind die anderen zwar mit drinne. Aber mit unseren Verbündeten sollte das auch wieder etwas besser ausschauen. Und wir haben einen sehr, sehr... Oh. Ach so, scheiße. Warte mal, was? Ach so, wir hatten beide den gleichen Verbündeten. Man weiß natürlich dann nicht so schlau. Wo muss man schnell einen anderen Verbündeten? So. Passt. Lass mal unsere Armee natürlich ausheben. Gucken, was mich das jetzt finanziell kostet. Ah, viel Gold. Sollte sich also besser lohnen, das Ganze hier. So, der Typ liebt mich jetzt auf alle Fälle. Das heißt, wir können hier aufhören. Okay, sorry. Hab ich jetzt mal kaputt gemacht. Die haben nicht mal Leute verloren. Die haben nicht mal Leute verloren, halt. Mal kurz gucken könnten, wäre... Mir fehlt nämlich noch ein Champion. Das sollte man natürlich immer unterbinden, dass einem da Champions fehlen. Krieg ich jetzt eigentlich Gold? Bisschen Gold. Wir haben jetzt einfach den Krieg gewonnen, weil... Ich weiß nicht mal warum. Aber ein kurzer Krieg auf alle Fälle. Wir haben jetzt das Kettle bekommen. Jetzt haben wir wie viele Kettle in unserer Hauptstadt? 39. Naja, gut. War ein kurzer, lustiger Krieg auf alle Fälle. Habe ich dir jetzt eigentlich als mein Bündnispartner verloren durch den Krieg? Nee. Nee, nee, die gibt's immer noch. Komisch. Okay, jetzt könnte man die eigentlich mal angreifen hier. Die sind da unten. Komm, egal. Mir geht's eigentlich nur um... Oder habe ich nicht sogar Ansprüche? Ja. Könnten seine Claims hier durchsetzen. Das könnte man mal machen. Problem ist halt, dass es mir erstmal nichts bringt. Ist aber auch nicht so, dass das hier so die mega geile Provinz wäre. Kommt mal kurz helfen, alle, komm. Alle kurz Beifuß. 33, der Typ ist so eine Bombe als Befehlshaber. Wenn dem einer zu nahe kommt, der kriegt so hart auf die Schnauze, dass sie die nächsten 6 Jahre nicht mehr weiß, was heute und morgen ist. So, Kriegsziel ist auf alle Fälle schon mal besetzt. Dann kriegen wir ein bisschen Plündergeld. Ihr braucht mir übrigens nicht alle auf den Sack gehen. Ich kann das hier auch alles ganz gut alleine machen. 10% mehr Einnahmen, wenn wir im Krieg sind. Kann ich nicht irgendwann wieder Untertan erpressen? Geht denn das wieder? 24. März. In 2 Jahren erst, okay. Entweder ich habe das erst vor ganz kurzer Zeit gemacht. Ja, das ist nett. Ich möchte nicht Rivale mit meinem Onkel sein. Und was wir jetzt hier machen, ist kurz gucken, ob wir die abfangen können. Jawohl. Dann nochmal ein weiterer bewegender Sieg hier für unsere Sache. Schauen wir mal ganz kurz, wenn wir noch im Krieg sind. Hier gar keinen. Nur noch da unten. Ich denke sogar fast, das dürfte hier... Ja, wobei, nee, nicht mal. Ich hatte gedacht, so vielleicht ist das Ganze hier relativ lohnenswert. Okay, die sind jetzt hier mit dem Schiff hingetuckert. Geht die mal zur Hauptstadt. Euer Ernst? Ich weiß nicht, ob ihr mich gerade schon wieder verarschen wollt oder was das ist für ein Scheiß. Machen wir es jetzt anders, dann unterwerfen wir die jetzt halt einfach. Genau, ich kann jetzt erstmal jemanden vasalisieren. Wartet mal ganz kurz. Vasalisieren wir den einmal kurz. Die rufen wir jetzt natürlich wieder als Bündnispartner. Weak Buddy. Okay, da habe ich halt Weak Buddy. Mach jetzt kurz ein Fest mal. Das gibt uns dann hoffentlich das benötigte Prestige.
Die haben uns natürlich jetzt wieder unterstützt im Krieg. Ah. Nein, ich möchte doch keinen Stress bekommen. Ich wollte da nicht Stress verlieren. Und eigentlich wollte ich auch nicht so viel Gold verlieren bei der ganzen Geschichte. Ich will da kotzen, ey. Ah, danke. Immer ein bisschen Prestige haben wir bekommen. Könnte trotzdem ein bisschen besser laufen, was das angeht mit dem Prestige. Da laufen 588 Mann. Weil die können ja gerne rumlaufen. Ah, erstmal wieder unsere Untertanen erpressen. Dankeschön. Korn, könnt ihr das bitte schnell erobern, bevor die hier uns auf den Sack gehen? Ja, dankeschön. Jetzt würde ich die sogar gerne jagen eigentlich, weil... Das Problem ist jetzt allerdings, warte mal, wenn wir jetzt hier... Wir müssen jetzt hier eingreifen. Wäre es mir halt lieber gewesen, an der Stelle hätten wir die Schlacht mit unserem Anführer angeführt. Wäre ein bisschen besser gewesen. Aber gut. Kann ich alles haben. So schön es auch wäre. 49% haben wir aktuell. Wichtig ist halt, dass wir auf alle Fälle mal auch Hauptstadt nachher besetzen. Dann können wir den Krieg höchstwahrscheinlich beenden. Auf zur Hauptstadt. Unsere Freunde kommen natürlich wieder mit uns. Mal schön hier Beifuß. Jawohl. Ah, oh, da gibt es eine Schlacht. Und das ist super tatsächlich. Wir haben besseren Armeekommandanten, bessere Qualität und bessere Counter. Und haben plus. Nur plus 6. Nein, warum denn so ein Idiot auf einmal als Kommandant? Der ist im Knast? Warum ist er denn im Knast? Leute, ich hab gar... Ihr seid für asozial. Ihr seid asozial. Ihr habt einfach, die haben einfach meinen Typen in den Knast gesteckt. Ich weiß ja nicht, wer das war und warum, aber ich finde das schon sehr unnett. Oh, die haben viel Gold. Lass mal kurz da drüben looten gehen. Lass mal kurz da drüben looten gehen nebenbei. Es ist mir wurscht. Erobert da oben, was ihr wollt. Erobert meinetwegen alles zurück. Wer gibt einen Fick? Ich nicht. Da hole ich mir erstmal den fetten Loot. Nee, die will ich gar nicht rufen. So, danke fürs Lösegeld. Fürs Lösegeld. Danke für das Geld, was wir da plündern konnten. So muss erstmal die Hauptstadt von denen. Und die machen hier inzwischen ein bisschen Breakdance. So, 97. Muss das Ding auch nochmal 17 Gold. In einem Jahr sind wir hier durch. Das Zurückerobern all dieser Gebiete haben sich wieder ein bisschen Warscore verschafft. Gift for a Ceremony. Okay. Ah, da hat man gerade einen kleinen Durchbruch. Ja. Langt das oder langt das nicht? Das ist jetzt halt die Frage. Es... Lang ganz knapp nicht, wollte mich verarschen. Aber wir haben jetzt Master of Duel, da nehmen wir allerdings Master Tactician. Ich liebe Master Tactician. Das ist irgendwie nice. Übrigens nebenbei verhungern all meine Soldaten. Nur mal nebenbei gesagt haben. 6 Monate, 5, 4. Oh, das ist scheiße. Jetzt hoffe ich nur, dass wir das hier rechtzeitig erobern. Weil die hatten jetzt in der Zwischenzeit relativ viel Truppen. So, aber hat sich erledigt. So, jetzt ist natürlich nur das Problem. Wir haben jetzt zwar einen neuen Vasallen. Relativ starken. Die alte Oma da. So, vielleicht möchte die sterben. Wäre natürlich sehr traurig, wenn sie sterben würde. Ach, wir haben sogar schon Support Schemes. Ups. Upsi. Zwei können wir einladen. Das könnte gut gehen. Ging auch tatsächlich gut, interessanterweise. Du haust mal ab. Gibst mir nix.
Ach, der Junge ist so hässlich, Alter. Mein Chancellor. Ah ja, komm, her mit dem Gold. Wir können das ja eh wieder abarbeiten, indem wir eine Jagd machen. Und das gibt uns auch wieder Prestige. Das ist alles super. Hunting Trophy für 10 Jahre gibt uns nochmal mehr Prestige. So, Dankeschön. Jetzt haben die uns Kettle geklaut. Wir hatten 50 Kettle in unserer Hauptstadt. 50. Muss man sich überlegen, das ist so viel. Ah, es ist aufgeflogen, hervorragend. Habe ich quasi lauter Gold investiert oder geopfert für nix und wieder nix. Du musst mich übrigens mal verteidigen, bitte. Ich weiß auch nicht, was mit dem anderen passiert ist, ne? Was ist mit ihr jetzt? Bist du kein mächtiger Vasall? Ne, ist einfach nur eine dumme Kuh. Ach, die ist auch viel zu schwach, die hat gar keine Truppen, sehe ich gerade. Die ist auch insolvent. Die ist komplett nutzlos. Ah, Moment, was ist da passiert? Wir haben irgendwas geerbt gerade. A word of advice. Wir können irgendwas investieren. Wir haben Gebiete geerbt. Neighboring Ruler won war. Meine gut, finde ich nett. Ist von Belfast besetzt. Ah, ich habe leider echt kein Gold hier, um sowas zu zahlen. Bin insolvent. Die wollen die ganze Zeit Geld von mir und ich bin insolvent, weißt du? Das muss mir auch mal einer erklären. Healthy Cattle, jawohl, dass ich das mal erleben darf. Das ist doch mal nice. First Animals, wandering around my ringfoot's interior, I suddenly hear a thumping sound resonate through the large oaken front door, followed by a loud voice. My recon, there are large number of animals in the woods. It's a sign from the gods. Ich kann jetzt entweder das Kettle nehmen oder wir machen da Gold draus. Ich würde sagen, wir machen da Gold draus, weil Gold brauche ich mehr. Weil scheiß Kettle verschwindet eh wieder alles nachher. Ich finde es schön, dass wir jetzt aktuell relativ gute Zeiten haben. Vergleichsweise, ja, im Gegensatz zu sonst. Weil immer alles scheiße lief. Wenn man so hart sagen darf. Könnten wir den Fokus auf was anderes setzen, und zwar eine Ram. Könnte man schneller belagern. Schneller belagern ist relativ nice natürlich für unsere 17, okay. Schneller belagern ist natürlich relativ nice für uns, ne? Was das Plündern angeht. Weil man sagt, plündern kann man schneller plündern, mehr Gold. Das ist eine Sache, die ich gerne machen würde. Ich sag schon mal ganz kurz, was der an Kampfwert hier hat. Ne, nicht dismissen. Ich möchte eigentlich ihn hier mir anschauen. 7, ja, das passt doch. Das sollte auf alle Fälle zu gewinnen sein. Also wenn ich das nicht gewinne, dann Schande. Very high, aber auch high increase of your injury risk. Schau mal, auf geht's. Putting all my strength in my first strike, I leap straight for Kokoschka, couching my spear high into a piercing frosted sensing reeling. Also bis jetzt sieht's gut aus, bei ihm sieht's nicht so gut aus. Keine Chance auf Erfolg, höhere Chance auf Verwundung. Keine, also geringe Chance. Oh. Das ist aber gut für ihn hier. So, das ist hier eine relativ hohe. Ach Gott, das ist aber auch für ihn sehr gut. Spotting a weakness, I throw myself at him. Versucht sein Bestes, mich zu verteidigen. Ja, das läuft noch ganz gut für ihn aktuell. Medium Chance of Success. Na dann. Geht weiter. Ist okay noch. High Chance auf Success, Medium Chance auf Verwundung. Auf geht's. Und wir haben gewonnen. Ist er tot? Hab ich ihn umgebracht? Nee. Er ist verwundet, okay. Und wir haben Gold bekommen. Das ist das Wichtigste. Hauptsache, wir haben Gold bekommen. Und wir können wieder Untertanen erpressen. Ach, ich liebe es. Ach, geil. Nein. Aha. Ah, ist genauso scheiße. Okay. Dafür habe ich doch dich. Kümmere dich mal drum, dass es hier wieder hochgeht. 8 Jahre dauert das Ganze.
das Ding ist, so viel Geld hat mir das eh nicht zur Verfügung gestellt. Deswegen ist es wurscht. Wir brauchen aber jetzt irgendwann mal eine neue Domäne. Ich habe halt das Problem, dass mir eine Domäne quasi fehlt. Okay, der hat viele Verbündete. Ist ja ekelhaft. Schon weil ich differen, weil ich unterschiedlichen Glauben habe. Unter anderem. Hier könnte man Kettle Raiding machen, aber will ich gar nicht. Es geht mir hier mal meinen eigenen Anspruch. Ich möchte mal einen Anspruch haben. Wir holen uns Newcastle. Das ist eine relativ hübsche Provinz, sage ich mal. Da gibt es auch ein Wunder. Defender Advantage plus 0,2 Prestige. Das ist ja eigentlich auch nice. Was ist eigentlich mit der Alten? Warum schmeißt die keine Kinder mehr ins Feld? Sonst muss ich dich hier leider, dingsen. Wie heißt's? Hintergehen, verlassen, rausschmeißen. Ich bin ja relativ jung. Ich bin ja erst, 33. Wenn du mir keine Kinder zeugst, dann lasse ich dich im Stich. Wie meine Eltern mich damals. Das juckt mich nämlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Gibt immer eine Frau im Wasser, die einen König heiraten möchte. Okay, pass auf. Dann nehmen wir einmal von dir Geld. Oh, ich habe leider eine Anspannungsstufe erhalten. Das ist nicht so gut. Was willst du von mir? Wir gehen erstmal wandern. Sehr gut. Das Schöne ist... Ah, scheiße. Wir können das ja nochmal machen. Noch 28 Stress verlieren. Und wir machen nochmal ein Fest. Oder? Wobei, nee, warte mal. Nee. Bevor wir jetzt ein Fest machen, warten wir nochmal ein bisschen. Ach, als ob sie jetzt auf einmal ein mächtiger Vasall geworden ist. Sie kann auch einfach sterben gehen. Wie wär's denn damit? Hä, ja, warum? Du bist ein Missstück, Alter, ne? Es ist ein richtiges Missstück, das muss ich schon mal sagen. Aber nun gut. Das macht man nicht alles für seine liebe Familie. Sehe ich selber auch, dass sie stärker sind als wir. Das ging jetzt aber schnell mit dem Anspruch. Was geht Land for Sun? Werde ich den Pisser dann los, oder? Wie läuft das? Okay, pass auf. Dann. Jetzt hoffe ich mal, dass wir dieses Mal stark genug sind, hier diese Bedrohung alleine zu besiegen. Ich kann die selber anführen. Ich bin ein relativ guter Kommandant. Ah, relativ eng trotz allem hier. Wir haben zwar gewonnen. Boah, ist der hässlich, Alter. Boah. Alter, ist der hässlich. Okay, war da kein Gold. Gut, dann bleiben die im ersten. Bleibt erstmal mit dem Kerker. Eieiei. Wir jetzt erstmal die eine hier rein. Wie viele Männer bringt denn die mit? Super, 41 Mann. Ganz wichtig. Also, wir verheiraten. Also, ich glaube, seine letzte Hochzeit ist ein bisschen in den Keller gegangen. Möchte aber auch eigentlich gar nicht, dass der Nachwuchs zeugt, weil der ist so hässlich, das wäre einfach eine. Das wäre einfach eine Schande, dass der Kinder zeugen darf. Haben die uns den Krieg erklärt. Leute, ihr seid voll schon asozial, ne? Muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Hab jetzt natürlich rechtzeitig nochmal Truppen in die Verteidigung gerufen. Aber das war jetzt trotzdem nicht so nett. Ah, okay, ich weiß, was das Problem ist. Wir haben irgendwie auf einmal lauter Gebiete geerbt. Aber das ist nicht das Problem, die wollen uns die Gebiete hier klauen. Das ist das Problem. Die kommen mit relativ vielen Truppen auch an. Und, oh, das ist nice, das ist sehr nice. Das war sehr nice jetzt hier an der Stelle. Okay, pass auf, ja, müssen wir mal gucken. Das ist das Kriegsziel. Wir haben minus 1 durch Schlachten. Das ist jetzt erstmal... Müssen wir akzeptieren. Komm, du hau ab. Kann ich sie nicht.
Einfach divorcen. Suchen uns mal ein neues Bündnis. Vielleicht mit einem etwas älteren Weiberlein. Nehmen wir mal sie. Das Problem ist, sie sind halt zu jung. Wobei. So. Das passt eigentlich. Dann kann er in 8 Jahren Kinder zeugen. Die holen wir jetzt auch noch mit als Verbündeten dazu. Die haben 1000 Mann hier. Das ist nicht ohne. 1000 Verteidiger gegen 1000 Angreifer. Das, was wir jetzt kurz machen, ist, wir machen mal Switcheroo. Und gehen auf Advantage 5. Das wäre natürlich schön, würde mir jemand helfen hier. Ah, die sind weniger geworden auf einmal. Ah, okay. Nur der Herrgott weiß warum. Aber ich habe leider immer noch keine Verbündeten. Wenn jetzt hier leider die Provinz verlieren, vielleicht greifen sie mich hier an. Da hätte ich nämlich Bergverteidigung. Warte mal, wann kommen die da an? In 12 Tagen. Also wir kommen in 12 Tagen da an. Wann kommen die da an? 8. Oktober. Na, zu früh. Das ist das Problem. Die kommen schneller an als wir. Jetzt greifen die uns hier echt an. Finde ich interessant. Wir haben... Boah, die haben einen super Kommandanten leider. Die haben leider einen enorm starken Befehlshaber und wir haben den Krieg verloren, weil wir gefangen genommen wurden. Haha, geil. Schade. Schade, schade. Da hat man halt Pech, dass wir in der Schlacht leider vernichtend geschlagen wurden. Aber so läuft das halt im Krieg. Mal gewinnt man, mal verliert man. In unserem Fall haben wir jetzt halt leider verloren. Ah, das werden wir nicht auf uns sitzen lassen, natürlich. Natürlich nicht. Ich möchte gerne unsere Gebiete zurück. Das ist relativ teuer alles. Wir können natürlich auch einfach Cattle Raiding machen und uns dann quasi so an denen rächen. Auf alle Fälle möchte ich, dass die leiden. Oder wir warten einfach ganz kurz, dass wir das Prestige zusammen haben. Und invaden die dann einfach. Das wäre die einfachste Lösung. Hoffen wir mal, dass ich jetzt schön viel Prestige bekomme. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich einfach hier... Oh, ich hab's... Ah. Oder dann machen wir es so. Dann machen wir es halt einfach so. Und die unsere Verbündeten mit rein. Weil das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das gibt jetzt Rache. Für diesen Krieg, den sie mir hier aufgezwungen haben, nachdem wir hier gerade ganz gemütlich gechillt haben. Rache ist unser. Ich bin raus für heute. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüssi.